1922, a man's pride was a man's land. And so was his son. My wife, she wanted us to leave all this behind. We could move. The cities are for fools. We divorce. We both know that's what you want. Life is rarely fair. Especially out here. And I believe that there's another man inside every man. A conniving man. I'm gonna sell. You, my son, are coming with me. This is our house. In 1922, I murdered my wife. Want glass of lemonade, Sheriff? Can I look in the house? She only took the one suitcase. Woman had to be crazy to leave a nice house like this one. The very thought of you, the longing here for you. I'm living in a kind of daydream. Don't touch me! I'm happy as a king. You cursed it all! I feel safe. I hope there is no God. Because if there is no heaven, and there is no hell. Keine Angst. Das ist gleich vorbei. Zufall hierher gebracht hat? Ausgerechnet auf diese Insel? Wir wurden hergebracht. Und zwar mit Absicht, aus einem Grund, jeder von uns. Hergebracht? Wer hat uns hergebracht, John? Die Insel. Furcht hat ein... Ihre Form beschreiben? Nein.
basiert sie auf Kohlenstoff? Ich weiß es nicht. Hat sie mit Ihnen kommuniziert? Sie hat auf mich reagiert. Sie haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben? Hat Ihr Ehemann irgendwann Kontakt zu Ihnen aufgenommen, während er unterwegs war? Nein. Er hat entschieden, da reinzugehen. Wieso hat sich mein Mann für eine Selbstmordmission gemeldet? Sagen Sie mir, wo er war und was er da gemacht hat. Ich muss wissen, was da drin ist. Vielleicht kann ich ihn retten. Ian Hawkins. Soll ich dir mal sagen, was das Schlimmste war, was in den 4 Jahren, die ich hier arbeite, passiert ist? Das war, als eine Eule Eleanor Gillespie am Kopf angegriffen hat, weil sie dachte, es wäre ein Nest. Von 100 vermissten Fällen ist das Kind bei einem Elternteil oder einem Verwandten. Was ist mit dem anderen Fall? Was? Du hast gesagt 99 von 100. Was ist mit dem Rest? Dem einen Mal? Ich denke, sie weiß, was mit ihm ist. Und das Mädchen? Sie kann nicht weit sein. Was zur Hölle? Kennst du Will? Weißt du, wo er ist? Versteckt. Vor wem? Will hat etwas gesehen, das er nicht sehen sollte. This is gonna be good for us, Jess. Really good. That's a marriage, isn't it? Working on the difficult things. For better or worse. Let's go in. Get comfy. I'm
I bet you think your husband will be back any minute. Try to call for help. There's no one for miles. Gerald? I'm sorry, baby. You don't get to know my name. I don't like this. I'm serious. Stop. I don't like that. Stop it! Are you playing? Is this really what it takes these days? God, how do we go so wrong? We were happy once, weren't we? Gerald? What? What's happening? Oh. Gerald! Rico. Just Rico. It's time to wake up, honey. 5 hours you've wasted screaming for neighbors that are half a mile away, if they're even here yet. How long do you think someone lives without water? That will not work. No. You can pull till your wrists break. You're not getting out of those cups. Not real. You're not real. Little baby, don't say a word. Focus. You've been sleepwalking since you were 12 years old. That's a beautiful dress. He put you in those handcuffs way before Gerald did. You're all right? You're all right, Mom? You did everything you need to survive from the beginning. You just have to remember. If you don't wake up, you're gonna die. Rob would have loved this place. He's a good man. The best of us. You know, they have walking trails in England. Pubs. Come on, man. Where's your soul? It's twisted. All right, yep. Easy. Look, we go southwest through here. We cut the journey in half. Or through the forest? Yeah, why not? We should have gone to Vegas. Oh, you'd have found something to fall over in Vegas too, mate. Now, is it me, or is it really quiet in here? Been gutted. Could be hunters out here. Bait? Possibly. Or it's the bit they don't show you in the nature documentary. It's a warning. We shouldn't be here. Where the hell are we, Hutch? We should pitch the tents. This is ridiculous, man. Luke, you're getting soaked. Did you hear that? No, I didn't hear anything. Come on. It was a nightmare, Phil. Well, what happened to you then? We got spooked and we had bad dreams, all right? I woke up last night. Look at this. Nothing has done that to you. You've done it to yourself. Why do you have to deny everything I say? Because I do not value your judgment. We need to be working together, man. Ich weiß, ich sollte euch an diesem Ort Trost spenden. Halluzinationen, Erscheinungen, ganz gleich, wie ihr es nennen wollt. Der Tod macht uns fassungslos. Er kann eine ganze Stadt verändern. Warum glaubst du denn, hast du diese Gabe? Deine Chance ist, sie einzusetzen. Weg hier! Die können eurem Verstand was vortäuschen. Ihr könnt euren Augen nicht trauen. Bleib ruhig, Herrschaft. Sie sitzen fest. Sie sind wütend.
Was sollen wir jetzt machen? Wir überlegen uns eine Strategie. Wir setzen fest. Wir werden unsere Insel verteidigen, egal um welchen Preis. Und wir werden uns niemals ergeben. Nicht hier im Hause Gottes! Wenn eine Seele weiterziehen möchte, aber merkt, dass sie festsitzt, so eine Seele fällt über die Lebenden her. Are you drawing an army? Yeah. Good. Nirvana. Poppy. Determined for her to be a smack addict, James. Thea? It means goddess. Thea. How do we stop it? It is her. Your daughter is being hunted by a parasite. But even I don't think I can save her. Willst du mich abfüllen? Ja! Bist du mit jemandem hier? Nein, bin ich nicht. Aber du bist nicht allein. Ja, genau. Er ist ein glücklicher Kerl. Sie. Warum ist sie nicht mit dir hier? Wir sollten aufhören. Bitte! Du bist erst heute früh nach Hause gekommen. Wie fühlst du dich? Nicht wieder das Thema. Und was haben Sie für Beschwerden? Was zur Hölle ist nur los mit dem Auge? Was ist das? Samantha, sind Sie sexuell aktiv? Ich hoffe, Sie haben sich geschützt. Es basiert wahrscheinlich wirklich auf sexueller Übertragung. Was stimmt nicht mit mir? Hilf mir! Stop it! Stop it!
keinerlei Intimität mit niemandem, solange wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben. Das sind also die legendären Brüder, die glauben, sie könnten die Unterwelt besiegen. Yep. Vor nicht allzu langer Zeit haben Los Hermanos Gecko den Weg nach El Rey gesucht. Ihr wolltet also in den Himmel. Wenn Sie an den Himmel glauben, Mr. Gecko, schlage ich vor, Sie glauben auch an die Hölle, weil sie kommen wird. Es ist Krieg und wir haben keine Ahnung, was noch auf uns zukommt. Wenn wir das überleben wollen, können wir jede Hilfe gebrauchen. Ich lasse es drauf ankommen. Das wird die Hölle auf Erden, ihr Wichser. Hölle auf Erden. Ganz ruhig. Du musst keine Angst haben. Wir sollten sie alle zurück in die Hölle jagen. Einladung ist so offiziell. Vielleicht als Wiedergutmachung. Ist nicht einfach, nach 2 Jahren alle aus dem Nichts heraus zu kontaktieren. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Wir haben uns so viel zu erzählen. Will. Verdammt. Ist er eigentlich schon lange so? So aufgewühlt? Wie kommt er zurecht? Er kann selbstzerstörerisch sein. Ich glaube, er gibt sein Bestes. Irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an. Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen und auf einmal werden wir zu diesem Luxusdinner eingeladen. Erzählt mir nicht, das wäre normal. Was glaubst du denn, was hier passiert? Dieser wunderbare Moment steht uns bevor. Heute Nacht ist die Nacht, in der unser Glaube Realität wird. Oh Gott, Will, was passiert hier? Nichts, wovor man Angst haben müsste.